Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. So, ich muss eben kurz den Sound ein bisschen leiser stellen. Einen Moment. So. Ah ja, wir sind überladen. Genau, das war ja der Fall. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo wir sind. Es ist wieder ein Weilchen her, dass ich hier gezockt habe. Ihr tragt so viel, um zu laufen. Das ist mir klar. Sind wir mitten in einer Quest gewesen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir zuletzt stehen geblieben waren. Also, ich hatte ein kleines Päuschen gemacht von vor 3, 4 Tagen, glaube ich. Weil mich die Sucht in Kingdom Come Deliverance reingefunden hat. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Let's Plays ich gleichzeitig haben will. Das ist auch mittlerweile mir zu viel. Kommt auf jeden Fall einiges. Aber ich sehe zu, dass ich einige Let's Plays quasi dann wieder beende, abschließe. Und dass das wieder weniger wird. Weil das sind jetzt dann aktuell 6 verschiedene Let's Plays, die ich hier habe. Nach Alt-Dotulgrad Tiefen. Stimmt. Wir steckten hier in einem Dungeon fest, ne? Hier hatten wir schon. Also, ja, in einem Dungeon, also in einer Quest. So, einen Weg aus dem Gewölbe finden. Das müssen wir. Und sind halt überladen. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Wo müssen wir lang? Ich hätte nicht mitten in einer Quest hier Ende machen sollen. Hätte ich echt nicht gemacht. Was haben wir denn da? Hatten wir den schon betätigt? Ich glaube, ich gehe erstmal in die Richtung. Da hängt noch ein Pfeil. Jetzt ist wirklich die Frage, wo muss ich hin? So, Alt-Dotulgrad Tiefen. Felsendom. So, genau das Ding hat Feuer gemacht. Deswegen gehen wir mal dran vorbei. Aber ich habe auch keinen Schimmer, wo ich lang muss. Wie ich hier rauskomme. Daher müssen wir mal schauen. Wenn ich die Waffe einstecke, dann müsste man ein bisschen schneller unterwegs sein. Gehe ich mal von aus. Vor allem, wie haben die das Holz in den Stein da reingekriegt? Wer auch immer das war. Wie? So, eine Fackel sind wir schon mal los. Wir haben eben mehr als genug Fackeln, deswegen können wir das halt nutzen. Warte mal. Nee. Dann müssen wir wahrscheinlich in die Richtung. Gehe ich mal von aus. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall einen Ausgang finden.
Da haben wir einen riesigen blauen Stein. Also Arkanistenstein, sage ich jetzt mal. Okay, wo bin ich hier jetzt? Führt das hier denn raus? Ah, ich wünschte, ich könnte schneller gehen. Aber wir brauchen das Geld. Wir brauchen das alles. Das ist auf jeden Fall ein neuer Bereich. Also eins, wo wir noch gar nicht waren. Die Frage ist, führt das uns auch raus? Nehme ich wieder alles mit. Also einfach den Banditen folgen, glaube ich. Kommen wir dann schon raus. So, was haben wir in der Truhe? Dietriche, Einzelteile. Oh, eine Feinlederkappe und noch mehr Einzelteile. Apropos, habe ich jetzt irgendwie was mitgenommen, was ich jetzt nicht haben wollte? Ein Glockenhammer. Warte mal, das Stahlschwert. Ist nicht besser, okay. Die sind nichts wert, also. Die sind nur 3 Groschen wert, also. Die sind auch nur 5 wert. Vielleicht können wir dann ein bisschen schneller laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier irgendwie was mitgenommen haben, was wir nicht brauchen. Oder nicht haben wollen. Weg damit. Lassen wir hier dann liegen und schauen mal, wo der Weg hier hinführt. Schneller sind wir immer noch nicht geworden, aber wenigstens haben wir den Müll weg. Und ja, Köpfe müssen wir sammeln, Schädel und sowas. Okay, wo führt das hier jetzt hin? Felsendom.
Okay, neues Gebiet. Also da unten waren wir irgendwie schon. Das würde ich vielleicht mal mitnehmen. Da oben sehe ich jemanden. Wo ist die Musik? Ihr meint es ernst, was? Na schön. Lampe, was wirst du machen? So, beide tot. So, nix wert. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das ist alles nichts mehr wert. Das hier wäre noch was wert. Aber das war's dann auch. Und wir müssen was futtern. Kommt mir erstmal der Krustenbrot. So, Fass ist leer oder hat zumindest nichts. Dann gehen wir mal hier runter. Das geht wieder in die Tiefen, okay. Da sehe ich Groschen. Ne, Kristallmünze. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ja, komm. So, und da ist noch eine mit Pfeil und Bogen, ne? Nice. So. Das nehmen wir mit. Krustenbrot, das. Menschliches Herz. So, das nehmen wir mit. Das. Das nehmen wir mit. So, hier sind noch ein paar Taler. So, hier haben wir noch eine Schaufel. Und wo ist die gute Dame hin? Ich würde, glaube ich, so machen, alles, was unter 20 Groschen ist, nehmen wir nicht mehr mit. So. Außer Pfeile halt. Warte mal. Dann würde ich so machen. Hier haben wir Waffen. Können wir das hier lassen? Ablegen. Nein, ablegen bitte. Das können wir hier lassen. Auch unter 20. Auch unter 20. Das behalten wir. Auch unter 20. Schade eigentlich. So.
Unter 20. Das behalten wir. Unter 20. Unter 20. Auch unter 20. Genau 20 behalten wir. Pferdeflöte. Warum haben... Also das, genau. Das behalten wir. Unter 20. Unter 20 behalten wir. So. Ja, andernfalls würde es gar keinen Sinn machen. Sachen, also wenn wir wenn wir die Sachen, die unter 20 sind, an Groschen. Wenn wir die mitnehmen würden, sind wir dauerhaft überladen. Und das macht gar keinen Sinn, dann die mitzunehmen. Und Groschen werden wir ja noch genug verdienen, so oder so. Okay, hier oben gibt es, glaube ich, nichts. Ist das so dann schneller? Ist das ein Unterschied oder so? Ich wünschte, wir könnten mehr tragen. Einiges mehr würde ich tragen wollen. Aber immerhin ist das hier definitiv deutlich besser als in den älteren Elder Scrolls Teilen oder Engines, kann man sagen, die bei den älteren Teilen waren. Da konntest du dich ja gar nicht mehr bewegen, wenn du überladen bist. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall eine Truhe mit Karotten. Und da haben wir Groschen und Nägel. Mana-Trank, Genesungstrank, Stärketrank. Tragfähigkeit ist um 10 verbessert für 600 Sekunden. Ja, okay, für 10 Minuten können wir besser tragen, aber macht keinen Unterschied. Oh, was haben wir denn hier? Freund oder Feind? Okay, das hat mich jetzt erschrocken. Na bitte! Der Trick funktioniert doch immer wieder. Und was sagst du jetzt, du mieses Stück Scheiße, hä? Ich werde dich dafür zahlen lassen, was du meinen Männern angetan hast. Und zwar... Na, großartig. Noch so eine Schlampe. Hey! Die Waffe weg. Ich will euch nicht verletzen. Ist das so? Eure Männer sind alle tot. Selbst wenn ihr uns besiegt. Oben warten 3 Dutzend Soldaten auf euch. Also legt die Waffe weg. Sonst werdet ihr es bereuen. Welch eine Entschlossenheit. Na schön, dann. Stirb! Dann.
Geht es dir gut? Ja, ich bin in Ordnung. Was für ein Henker war das eben? Er hat mir keine Wahl gelassen. Was ist mit dir? Hat er dich verletzt? Ja, ich bin in Ordnung. Wo warst du? Ich bin Malfas sei Dank in ein Dickicht weiter unten in der Ruine gefallen und habe dort eine Art Maschinenraum gefunden. Von dem aus konnte ich auch den Fallenmechanismus oben außer Kraft setzen. Zumindest hoffe ich, dass es das war. Wir werden sehen. Jetzt sind alle oben tot. Naja. Siehst du das Lager da unten? Das sollten wir uns mal ansehen. Sie läuft vor. Okay, Karek? Eisenharnisch. Kareks Charm? Lederstiefel, lassen wir. Darf in Unterhosen rumlaufen. So, Fackel. Kalia? Ah, da ist sie. Stimmt, da war ja was. Sie war ja die Hexe von irgendeinem Ort. Ich habe den Ort vergessen. Sie ist eine Schattengestalt. Gold. Und ich bezweifle, dass die Früchte ehrlicher Arbeit sind. Ist jetzt alles mein Gold? Das war's dann also? Sie sind hierher geflüchtet, um ihr Diebesgut zu schützen? Bringen wir es zum Orden. Vielleicht können wir so herausfinden, wem es gestohlen wurde. Ist jetzt meins. Nein, das dürft ihr nicht tun, bitte. Keinen Schritt weiter. Wer seid ihr? Keiner von denen. Bitte, tut mir nichts. Oh, verdammt. In was für einen Mist habe ich mich da bloß reingeritten? Keiner von denen? Wer seid ihr dann? Ja, wo habt ihr euch reingeritten? Würde mich auch interessieren. Ja, natürlich. Ist euch der Großjunker Borek ein Begriff? Borek? Das ist einer der einflussreichsten Landwirte der Bauernküste. Die Stadtgarde und der Orden beziehen ihre Nahrung von seinen Höfen. Was ist mit ihm? Alles. Es ist seine Schuld. Der ganze Mist hier. Er ist ein Wegeloser. Nichts weiter als ein verdammter Wegeloser, das schwöre ich euch. Wieso? Weil er ein Verbrecher ist. Glaubt mir, ich weiß, wie das klingt, aber es ist die Wahrheit. Er verlangt so hohe Abgaben von seinen Pächtern, dass uns kaum noch was zum Leben bleibt. Und jeden, der nicht zahlen kann, schickt er seine Prügelknaben vorbei. Aber das ist nicht alles. Er hat Verbindungen zur Ralata. Die Ralata? Ihr meint diesen Kult aus der Unterstadt? Was denn sonst? Die hohen Tiere der Ralata denken, sie stehen über dem Pfad, über den Lichtgeborenen, einfach über allem. Genau deshalb können wir ja nichts gegen Borek und seine Lakaien unternehmen. Versteht ihr? Und lasst mich raten, dieses Gold gehört Borek und ihr hofft, dass seine Machenschaften und seine Grausamkeit den Diebstahl rechtfertigen. Nein, das ist nicht sein Geld. Ich hatte Schulden. Irgendwann vor 3 Jahren hat das alles angefangen. Wir hatten eine schlechte Ernte. Und ich konnte die Abgabe nicht mehr zahlen. Und wenn das passiert, dann verlangt Borek Zinsen. Tja. Und den Rest könnt ihr euch denken. Die Schulden wurden immer mehr und ihr habt nach einer Möglichkeit gesucht, sie schlagartig zu begleichen. Ja. Ich wusste von einem Freund aus der Unterstadt, dass dieser Karek und seine Bande Menschen helfen, wenn sie dadurch an Schätze gelangen. Und anders als die anderen Banden hatten sie angeblich auch eine Art Ehrgefühl, wenn man es so nennen kann. Also habt ihr mit ihnen einen Handel abgeschlossen und wessen Groschen sind das nun? Von einem reisenden Händler. Wir lauerten ihm auf und ihr könnt es euch denken. Doch dem Händler ist nichts passiert, das schwöre ich euch. Aber als wir das Geld dann hatten, ist plötzlich das Sonnenfeuer losgebrochen. Eine ganz in Schwarz gekleidete, verschleierte Frau tauchte einfach auf und hat mit einem Fingerwink 2 von Kareks Männern getötet. Einfach so. Erst wollten wir sie bekämpfen, aber es war zwecklos. Dann sind wir geflohen und kamen zu dieser Ruine. Und jetzt wollt ihr, dass ich euch mit dem Gold laufen lasse, richtig? Ja. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist das einzig Richtige. Ohne das Geld bin ich verloren.
Denn wenn ich zur nächsten Mondwende nichts beisammen habe, wird Borek andere Seiten aufziehen. So hat er es gesagt. Und ihr wisst, was das bedeutet. Dann sollen all die Toten nicht umsonst gewesen sein. Nehmt das Gold und verbindet. Was denkst du, Kalir? Ich kann seine Beweggründe verstehen, aber das ändert nichts am Ergebnis. Wenn wir ihn laufen lassen, legitimieren wir damit sein Verbrechen. Ihr solltet euch vor dem Tribunal verantworten. Erklärt ihnen die Umstände und sie werden ein mildes Urteil sprechen, da bin ich mir sicher. Mildes Urteil? Das glaubt ihr doch selbst nicht. Wenn die Stahlkra... der Heilige Orden erfährt, dass ich mich mit Banditen eingelassen habe, dann ist es um uns geschehen. Und selbst wenn es ein mildes Urteil gibt, ändert das nichts daran, dass meine Familie ohne mich und mein Gold verloren ist. Ich weiß. Aber das ändert auch nichts daran, dass ihr Unrecht getan habt und euch den Konsequenzen stellen müsst. Aber ich überlasse dir die Entscheidung. Eure Beweggründe rechtfertigen nicht, was ihr getan habt. Das Gold hier ist nicht eures und ihr werdet euch dafür verantworten. Wir haben eh alles Blut. Na gut, dann sollen all die Toten nicht umsonst gewesen sein. Nehmt wirklich? Das Gold. Ich... Danke. Kalir fand das verletzt. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Ihr werdet es nicht bereuen. Darauf habt ihr mein Wort. Und nun muss ich weg hier. Schnell. Schreitet wohl. Sie wird das jetzt gar nicht gut finden. Beim Arsch des Propheten. Ihr habt sie tatsächlich alle erwischt. Oh, ihr hört nicht auf, mich zu überraschen. Und ihr, Hüterin Sakharisch, danke, dass ihr uns geöffnet habt. Ich vermute, ihr wisst von dem hageren Kerl, der eben an uns vorbeigelaufen ist. Ja, er war in die Sache verwickelt worden. Na gut, mir soll's recht sein. Nun ja, ich würde sagen, wenn diese Maschine irgendwo ist, dann hier. Seht ihr beide euch das mal an. Wir halten euch hier den Rücken frei. Okay, wo lang? Ach, hier sind wir, okay. Welche Maschine? Wo lang? Da lang? Da lang? Und... Ja, in dem Moment war es mir irgendwie egal, so was mit dem Typen ist. Tut mir leid. Vielleicht hätte ich es ernster nehmen sollen. Aber ich glaube, in seiner Stelle hätte ich genau das Gleiche getan. Deswegen, vielleicht konnte ich ihn ein bisschen nachvollziehen. So, Werkstatt. Okay, die Musik wird jetzt geil. Ich schätze, wir haben unsere Maschine gefunden. Aber intakt ist sie wohl nicht mehr. Spürst du irgendwas, Saira? Mit deiner Gabe, meine ich? Nein, nichts. Sehen wir uns das mal genauer an. Wie hat sie mich genannt? Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise oder Kleinteile, die wir gleich mitnehmen können. Den Rest wird der Orden dann wohl mit Lasttieren oder Myraden nach Ark schaffen müssen. Das erste Maschinenbauteil finden und zu Kalir bringen, das zweite Maschinenbauteil finden und zu Kalir bringen, das dritte Maschinenbauteil. Was für ein seltsames Metall. Es ist kein Deut gerostet über all die Jahrtausende. Drei Maschinenteile müssen wir finden, okay. So, was haben wir da? Ist das das Maschinenteil? Es leuchtet ja so schön. Kristall. Richtig. Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht.
nichts anderes verdient über so viel unverdünnte Macht. Man kann Macht verdünnen? Wird das mit Wasser gestreckt oder mit Kräuter der Provence oder sowas? So, was haben wir denn da? Oder vielleicht mit Oregano kann man auch verdünnen, verstrecken. So, lass mich raten, das ist der zweite Teil. Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt. So, Ambrosia. Zauberbuch Flammbiss Rang 2. Stahlschwert der Feuersbrunst. Nehmen wir mal mit. So, dann muss da hinten irgendwo wahrscheinlich das nächste sein. Okay, wahrscheinlich doch nicht. Wo finde ich wohl das nächste? Vielleicht an Kalia auf die andere Seite vorbei? Stört mich ein bisschen, dass wir so langsam unterwegs sind. Eselchen kann ich hier jetzt auch nicht mitnehmen. Oder rufen, der wird mich hier nicht finden. Okay, näher kann ich da nicht rein. Ich mag die Musik hier richtig. Ich vermute mal oben. Dritte Teil müssen wir ja noch finden. Okay, was ist das Grüne? Seltsamer Dynamo. All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos. Habe ich alle? Ist sie gerade auf dem Weg zu mir? Hast du schon was gefunden? Die Pergamente zeigen diese Pergamente. Das könnten Konstruktionspläne oder so etwas in der Art sein. Meinst du nicht? Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Den Dynamo zeigen? Das hier sieht nützlich aus, was auch immer es ist. Ja? Hm, du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. Den Kristall zeigen? Das hier sieht mir nach einer Art Energiespeicher aus. Was meinst du? Lass mich mal sehen. Hm. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein. Aber er ist leer. Ich glaube, den Rest muss der Orden dann selbst herwerben. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Ja, okay.
Folgt mir, Kalia. Aber ich habe keine Ahnung, wofür das alles ist. Nur, dass wir die Läuterung hier aufhalten müssen, irgendwie. Und alle gemeinsam das irgendwie versuchen zu verstehen. Und die Frage ist, können wir das schaffen, die Läuterung aufhalten? Wie viele Generationen vorher, oder was heißt Generation? Wie viele Zivilisationen vorher gab es denn, die die Läuterung nicht geschafft hatten, aufzuhalten? Wir wissen jetzt nur von den Pyräern, die eine Zivilisation vor uns waren. Aber wer war die erste? Und wie viele kamen danach, bis wir dann hier sind? Und so, Lishari. Hier bin ich, Lishari. Das ging ja schnell. Und? Arantial hatte recht. Da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine. Wofür auch immer sie gut sein soll, sie ist allerdings zerfallen. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arantial wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leons schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Und was das angeht, wir haben dort unten auch Pergamente gefunden. Ihr könnt doch Pyräisch lesen, oder? Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Und hier steht auch ein Name. Die Pyräer nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophetin. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Lass uns gehen. Gut. So. Der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren, und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. So, okay, Lishari, Kalia, geh voran. Sie rennt, ich ganz entspannt, überladen. So, wo darf ich mich setzen? Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sharim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyräische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Arantial. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyräischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophetin. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Mit dem Leuchtfeuer und dem Siegelstein haben wir nun sowohl eine Waffe als auch eine Verteidigung gegen die Hohen. Und damit eine Perspektive. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Konferenz mit den Wichtigsten von uns einberufen. Sie findet in einem Tag statt, kommt dann wieder und nutzt die Zeit bis dahin, um euch von der Suche zu erholen.
Okay. Das ist die Prophetin. Was? Warte, bis die Besprechung vorbereitet ist. Schreitet wohl, hallo. Konstantin, hi. Ja, ich versuche mal hier wieder rauszufinden. Ihr seid die, die sie die Prophetin nennen, richtig? Sind die mir jetzt alle irgendwie dankbar aus unerklärlichen Gründen? Also für mich noch unerklärlich. Ich war doch noch kürzlich hier das Skandalthema und jetzt bin ich die der Held hier oder die Heldin? Prophetin. Okay, er mag mich noch immer nicht. Das gefällt mir. So, jetzt müssen wir aber schnell irgendwie den ganzen Scheiß verkaufen gehen. Wir sind überladen. Zu stellen. Siegelführer Bartars Willen, meinst du wohl? Du solltest so etwas nicht sagen. Habe ich etwas gesagt? Naja, ich muss weiter. Der Erzmagister braucht mich für irgendetwas. Malfas Segen, Bruder. Malfas Segen. Ja, okay. Kasernenviertel. Gehen wir mal raus. War schon ein bisschen interessant zu hören. So, jetzt aber erst einmal runter. Wie spät haben wir es? Können wir das sehen? 7.10 Uhr abends. Nein. Die Läden haben gleich alle dicht. Madame de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Naja, scheinbar ist der Großmeister ja ganz begeistert von euch. Fremdländer und Wegelose im Tempel scheinen ja neuerdings in Mode zu sein. Ja, glaube ich auch. So, Akanis. So. Ich würde aber sagen, ich mache hier mal einen ganz, ganz kurzen Break und bin sofort wieder da, ja? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung. Ich würde sagen, wir gehen dann vielleicht doch lieber erstmal nach Hause. Wenn es eh gleich Feierabend ist, alles da, um die Sachen hier zu verkaufen. Schreitet wohl. Schreitet auch ihr wohl, Messer. Und ja, dann können wir gleich irgendwie mal gucken, wie wir das verkaufen. Haben die Leute überhaupt wieder Geld? Das ist auch noch eine wichtige Frage. Man erwartet viel von euch. Ja, das ist mir klar. Ich bin hier die Prophetin. So. Einfach hier runter. Obwohl, wir haben ja jetzt hier oben auch ein neues Haus. Also im Adelsviertel. Wir müssen ja nicht mehr ganz nach unten laufen. Haben wir Geld mit? 357 Gold, okay. Wird wohl reichen müssen. Ich hoffe, die anderen haben noch Gold. Noch Groschen, damit ich das verkaufen kann. Habe ich hier keine Änderungspunkte? Ja, aber es fehlt nicht mehr viel für die nächste Stufe. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen was erlegen gehen oder so? F-
vielleicht auch mal doch irgendwie was in Verzauberung investieren. Ich weiß es nicht. Ich müsste wirklich mal schauen, dass ich ein paar Sachen irgendwie vielleicht selber schmiede oder sowas herstelle. Ich raff das hier bisher noch nicht. Vor allem, wir schleppen auch einfach viel zu viel mit uns rum. Und in die Unterstadt müssen wir auch nochmal zum Hehler. Das wird ein langer Weg hier jetzt. Wirklich ein sehr, sehr langer Weg. Ich wünschte, ich könnte schneller laufen jetzt. Ah, das ist herrlich. Ich kann nicht. Nee, was war Sprint nochmal? Nee, das war es nicht. Sprinten funzt nicht. Funzt einfach gar nicht. So, hallo? Okay, die grüßen mich gar nicht. Ah, ne, nicht der schon wieder. Ich mag ihn nicht. Ich mag den einfach nicht. Nein, ist das nicht. So. Ah, ich kann doch noch hier ein bisschen was verkaufen. Vielleicht. Ich verstehe euren Aufruhr, Madame. Aber dennoch, derzeit kann der Orden keinen einzigen Hüter für die Suche nach einem wegelosen Ketzer entbehren. Richtig? Das habe ich so nicht gesagt. Aber gemeint. Wisst ihr was? Ihr schon solltet euch schämen, allesamt. Wer kommt denn darauf, als ich jung war, hat es noch etwas bedeutet, Hüter oder Hüterin zu sein. Aber ich schätze, diese Zeiten sind vorbei. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Ha. Hallo, Mirella. Hm? Was? Ich mit euch drin. Beschäftigt euch etwas? Ach. Ob mich etwas beschäftigt? Lass mich mal nachdenken. Ja, nämlich, dass sich der Heilige Orden, seit dieser Arantial wieder die Zügel in der Hand hält, mehr für irgendwelche pyräischen Ruinen interessiert als die Bürger dieser Stadt. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ach, egal, ich muss weiter. Wartet, vielleicht kann ich euch ja helfen. Ich komme viel herum. Ach, was? Nein. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber das wäre zu gefährlich. Das wäre eine Mission für einen Hüter gewesen, aber die sind ja zu beschäftigt damit, ihre Rüstungen zu polieren. Ich bin Hüter. Glaub mir, ich weiß mich zu verteidigen. Hm. Ach je. Na schön, wer bin ich, eine helfende Hand zu sabotieren? Ich vermisse jemanden. Und das nicht im übertragenen Sinne. Meinen Sohn. Meinen einzigen. Mein Beileid. Und was ist mit ihm geschehen? Es ist kompliziert. Ist euch die Bruderschaft der Chor ein Begriff? Nicht direkt, nein. Verstehe. Dann seid ihr wohl noch nicht so lange in dieser Stadt. Die Bruderschaft der Chor waren Wegelose. Ketzer würde der Orden sie nennen. Sie dementierten die Göttlichkeit der Lichtgeborenen
und beteten stattdessen zu irgendeiner barbarischen Gottheit namens Kor. Am Anfang hat man sie verspottet, aber dank ihres Anführers und dessen Talent, verirrte Seelen mit seiner Ideologie zu verpesten, konvertierten immer mehr und mehr Arker, gerade Oberstädter, zu dem Kult. Unter anderem mein Sohn, Rukas. Ich weiß nicht, wo ich als Mutter versagt habe. 4-mal die Woche bin ich mit ihm als jungen Burschen zur Messe gegangen und habe ihn stets von schädlichen Einflüssen ferngehalten. Mädchen, Jungen, ihr versteht schon. Aber scheinbar war das nicht genug. Er war einer der Ersten, die konvertiert sind und dieses alberne Gelübde abgelegt hat. Und dabei ist er noch keine 20 Winter alt. In manchen Belangen ist man als Älter wohl einfach machtlos. Ich verstehe. Und wo sind diese Kor jetzt? Das ist das erste Mal, dass ich von diesem Kult höre. Ja, weil der Orden sie, Malphas sei Dank, vor einer Weile aus Ark verbannte. Traf sich aber scheinbar ohnehin ganz gut, weil irgendeine ihrer Seherinnen wohl kurz davor eine Vision hatte von irgendeiner Insel im Roten Meer bei Dünenheim. Tja, und da sind sie hingegangen und haben eine kleine Siedlung dort gebaut, vor jetzt gut 5 Wintern. Rukas mit ihnen. Und seither habt ihr nichts mehr von ihm gehört? Nein, nichts. Aber natürlich wollte ich wissen, wie es um ihn bestellt ist, und deshalb habe ich jeden Mond einmal einen Myradenwärter bezahlt, die Insel zu überfliegen und sozusagen nach dem Rechten zu sehen. Und jetzt kommen wir auch dem Ursprung meiner Sorge näher. Seit 3 Wochen ist die Insel wie ausgestorben. Kein Lebenszeichen mehr. Und deshalb wollt ihr, dass der Orden dort nach dem Rechten sieht? Gut, ich werde mir diese Insel einmal ansehen. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Und wenn ihr Rukas findet, soll das nicht zu eurem Nachteil sein. Darauf habt ihr mein Wort. Ich meine, ich will doch einfach nur wissen, ob es ihm gut geht. Wegelosigkeit hin oder her. Er ist mein Sohn. Naja. Sprecht am besten mit dem Myradenwärter im Südviertel. Er kann euch sicherlich in der Nähe des Dorfes absetzen. Ich werde in meinem Laden sein. Okay, die Bruderschaft der Kor. Kann ich bei ihr dann vielleicht was verkaufen, Lehrling? Ich wollte Sachen verkaufen. Geht wohl nichts mehr mit dem Verkaufen. Ja? Wart ihr schon auf der Insel? Ich war noch nicht auf der Insel. Ich bin doch gerade erst aus ihrem Laden rausgegangen. Okay, dann gehen wir lieber erstmal nach Hause. So, unser neues Zuhause erst einmal. Müssen wir uns auch erstmal gewöhnen. Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Wegestreue zu viel kyranischer Philosophie schon, die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für all das. So viele fremde Gesichter. Na, das ist doch schön. Ich will hier einfach nur nach Hause, ja? Und meine Sachen verkaufen. Ich bin überladen. So, das müsste jetzt eigentlich unser Zuhause sein, glaube ich, oder? Ist es das schon? Haus der Toten, da haben wir's. So, sichere Truhe. Vielleicht... Ne, warte mal. Wo haben wir die Möglichkeit zu schlafen? Oben war irgendwo Schlafzimmer, meine ich, oder? Da haben wir unser Bett. So, einmal schlafen bis 8 Uhr morgens, würde ich sagen. Und dann müssten die ganzen Händler jetzt alle da sein irgendwie, dass wir dort auch mal ein bisschen verkaufen gehen können. Und wieder schneller laufen. Das ist mir ein bisschen zu langsam. Guck mal, ob ich hier einfach runterspringen kann.
Vor allem die Hütte müssen wir auch mal ein bisschen fertig machen. So. Nicht gegroschen, Glitter. So, bis wir da sind, die haben alle schon längst aufgemacht. Sind auch schon dann alle da. Wer hat da gesprochen? Komm, ich finde das auch echt süß mit den Enten hier und alles. So, ich hoffe, der hat offen. Gab auch Edelwaren. Ich hoffe, der nimmt halt alles an, was ich habe. Und hat auch genug Geld. So, Gabo. Schönes Fräulein. Zeig mir doch mal, was ihr macht. Aber sicher doch. So, erst einmal hier die Dinger. Ah, der hat auch richtig viel Geld. Glockenhammer. Ein Runenbogen, den behalten wir. So, die Dinger weg. Der kann weg. Die können weg. Das. Den behalte ich erstmal. Vielleicht kann ich den entzaubern. Dann hier. So, dann die Dinger nochmal weg. So, hier habe ich jetzt nichts. Hier weiß ich nicht. So, hier Amethyst kann weg, blauer Quarz kann weg. Geprägte Wahlstagmünze. Alte Kristallmünze. So. Sichere Straße in euch. Das geht jetzt wieder. Nice, wir können wieder laufen. Und vielleicht reicht das jetzt irgendwie, um ein bisschen da auszubauen? Dann würde ich jetzt eben noch ganz schnell ausbauen, hier. Nicht genügend Groschen, eigentlich im Kaufen Gelehrter. Nicht genug Groschen, okay. Keine Ahnung, wie viele Groschen ich dafür brauche. Aber dann würde ich vielleicht das Geld auch eben zur Bank bringen. Was kann ich euch Gutes tun? Da weiß ich keine Antwort drauf. Um Seelen in Amulette zu binden, benötigt ihr eben einen gefüllten Seelenstein in verschiedene Zutaten. Okay. Geht weiter. Was hat die für ein Problem mit mir, die eine? So, Bank. Will ich dann eben noch schnell einzahlen? Schreibt so. Rolmedam, wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Ich werde mein Goldfach einsehen. Natürlich. So, aktueller Kontostand 6.350. Komm, packen wir alles rein. Natürlich. So, durch Zinsen 206. Wir haben 7.374 Groschen insgesamt. Durch Anteil nochmal 6. Schreitet wohl und vergesst nicht. So, dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.